Heute gibt es super, super leckere Pancakes, die auch echt schnell zu machen sind. Genau, ich zeige es euch jetzt einfach mal und wünsche euch viel Spaß bei meinem Video. Okay, wir brauchen am Anfang ein Ei. 100 Gramm fettarmer Speisequark oder ich habe jetzt den 20%igen, der geht genauso. Gramm Erythrit. Wer mag, kann auch Flavor Drops verwenden oder ein Päckchen Vanillezucker. Ich verwende jetzt den Erythrit von der Marke Xucker. Dann wird das Ganze gut umgerührt. Dann kommen die festeren Lebensmittel rein. Da brauchen wir einmal 25 Gramm Dinkelmehl. 25 Gramm Eiweißpulver neutraler Geschmack. Wer mag, kann auch wieder 25 Gramm Dinkelmehl statt dem Eiweißpulver verwenden. Oder was auch gut ist, ist ein Eiweißpulver mit Vanillegeschmack, damit es einfach noch ein bisschen süßer wird. Genau, ich bleibe jetzt bei dem Neutralen, aber es ist euch überlassen, was ihr denn verwendet. Damit das Ganze auch noch ein bisschen aufgeht, brauchen wir 5 Gramm Backpulver noch dazu. Genau, bevor wir jetzt umrühren, verwende ich noch 50 Gramm fettarme Milch. So, und dann wird das Ganze gut umgerührt. So, und schon haben wir unseren leckeren Teig. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Pfanne. Ich erhitze einmal die Pfanne und gebe minimal Öl dazu. Ich nehme jetzt das Smart Cooking Spray, weil es am einfachsten ist. Ihr könnt aber auch ein bisschen Kokosöl verwenden oder ein bisschen Sonnenblumenöl. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich so eine hohe Pfanne verwende, ich mag das immer gern bei Pancakes, da hier gleich schon mal ein kleiner Kreis ist und so kann sich dann der Pancake ganz gut dort anpassen. Man kann aber natürlich auch eine normale Pfanne verwenden, aber hier passt dann immer schön ein großer Pancake rein. Deswegen mache ich das. Okay, dann warten wir ab, bis es warm ist. Und dann nehme ich einen Esslöffel und gebe ihn in die Pfanne. Und noch einen. Verteile ihn ganz gut. Und dann lasse ich ihn goldbraun anbraten. Wer mag, kann auch kleinere Portionen machen. Der wird jetzt etwas größer. Ich habe jetzt 2 Esslöffel verwendet. Wenn ihr aber sagt, ihr wollt lieber kleinere, dann macht ihr einfach einen Esslöffel. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den wenden können. So, dann können wir ihn schon rausnehmen. So, dann bin ich jetzt fertig. Dann können wir das Ganze schön garnieren. Ich habe hier schon mal ein paar Orangen hingemacht. Tada, und schon haben wir unsere leckeren Pancakes. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zubereiten. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas schreiben wollt, kommentiert einfach drunter. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann viel Spaß euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!